Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bully die Ehrenrunde. Im letzten Part haben wir ja die Streberfestung eingenommen. Das war auf jeden Fall ziemlich geil und so komplett anders als die anderen Missionen irgendwie bisher. Also viel mehr Action und viel mehr so GTA-Style. Also es hatte auf jeden Fall irgendwas Geiles an sich. Schaut euch den Part also auf jeden Fall nochmal an. Ich würde sagen, in diesem Part fangen wir jetzt gleich mal an mit einem weiteren Unterrichtsfach, nämlich Kunst. Und Kunst 3 war... Ja, das war schon schwierig. Deswegen hoffe ich jetzt mal, Kunst 4 wird gehen. Wobei ich noch ein bisschen pessimistisch denke. Wir lassen uns doch einfach mal überraschen. Boah, das war schon mal richtig knapp. So. Boah. Also der Rote, der ist gestört drauf. Junge. Okay, komm. So, den noch weglassen. Okay. So, das hier rüber. Okay. Ja. Komm schon. Hä? Ja, ich wollte schon sagen, ich hab doch alles. Sehr geil. Und damit haben wir Kunst bestanden. Oder? Ja. Juhu! Und nur noch eine Unterrichtsstunde hier in Kunst. Geilo! Küsst du ein Mädchen, bekommst du 100% Gesundheit. Mega mäßig. Okay, nun machen wir weiter mit den Hauptmissionen. Was machen wir denn jetzt mal? Adios, Galloway und Paparazzi steht uns zur Verfügung. Was ist denn hier oben? Ich will eigentlich das Adios machen. Weil irgendwie habe ich einen Eindruck, bei Paparazzi muss ich hier irgendwie fotografieren. Ja, dann machen wir das gleich mal. Adios, Galloway. Hey, Miss Phillips. Hey, Jimmy. So what really happened to Mr. Galloway? Where did he go? It's a sad story, but... Sometimes when grown-ups get upset, they respond in the wrong ways and, well, small problems get bigger and that's really the thing about being an adult. Miss, I'm not five. My mom's been married 5 times and I've been expelled from 7 schools. Yeah. He's a drunk. Stupid man couldn't control himself. Damn him! I love him, but that wretched ogre Hattrick guilt-tripped him into committing himself into the asylum to get dried out. If only someone could get in there and tell him to get out, I'll take care of him. Why don't you go? Because that loveless scumbag Hattrick told him not to let me in, said I was a bad influence. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. Meet me near the asylum tonight. I'll be there. And Jimmy? Yes, Miss Phillips? It's Ms., not Miss. Oh, right. Gehe zu den Observationsgängen, okay. Wir sollen offenbar Mr. Galloway dort rausbringen. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Ach, hier unten, okay. Wie komme ich denn da jetzt gleich hin? Moment. Eigentlich, wenn wir den Strebertunnel nehmen, oder? Obwohl, ich kann auch hier langlaufen. Zum Footballplatz. Und dann müsste ja dort links weitergehen. Ich probiere das jetzt mal. Wenn nicht, laufen wir dort den Strebergang entlang. So sehen wir auch mal das Footballfeld hier. Ich hoffe mal, hier wird auch mal eine Mission drauflaufen, weil das Gebiet lädt ja nun wirklich förmlich dazu ein. Aber ja, hier kommen wir dorthin, wo wir hin wollen. Ah. Okay, hier oben. Aha. Alles klar. Und wir haben ja auch gleich noch ein Gummiband gesammelt.
Oh, sag mal jetzt nicht, dass wir vielleicht jetzt ein neues Revier kommen. Triff dich in der Nähe der Haianstalt mit Miss Phillips. Ja, wir kommen tatsächlich in ein neues Gebiet. Ja, geil. Aha. Jimmy, I'm glad you made it. Please hurry and try to talk some sense into him. I'll be waiting for him at the asylum gates. Don't worry, miss. Thank you so much. Finde einen Weg auf das Gelände der Heilanstalt. Okay. Wir müssen ja bestimmt hier irgendwo rechts lang, oder? Shit, also da müssen wir uns jetzt ordentlich lang schleichen. Ja, wir müssen auch hier lang. Wahrscheinlich irgendwie den Zaun drüber kriechen, oder? Ja, oder den Baum hoch. Okay, wir sind auf dem Gelände. Was ist das? Ja, okay. Zerstöre die Stromversorgung der Statue, ohne gesehen zu werden. Lass dich nicht von den Pflegern erwischen, sonst fliegst du raus. Ja, ich folge dem jetzt einfach mal. Er wird schon wissen, was er tut. Oh, shit. Ja, da läuft er einfach rum. Ja, so kann ich das nicht wie du hier. Oh, shit. Ja. Da will ich hin. Ah. Mist. Jimmy. Oh. So, dreh dich um, dreh dich um. Ja, du brauchst nicht gleich. So. Hey, treff das Ding doch. Jawohl. Okay, geh in die Heilanstalt. Oh, shit. Suchen die jetzt überall, oder was? Okay, los. Los, Jimmy, renn, 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 renn. Sehr schön. Schleiche durch die Heilanstalt und finde Mr. Galloway. Okay, jetzt könnte es ein bisschen gruselig werden. Okay. Hier ist keine Tür. Wir haben zwar Unterricht, aber das ist mir gerade ehrlich gesagt egal. Alter, krass. Okay, heftig. Also und diese Geräusche hier, das ist ja fast wie in einem Horrorgame. Ich schleiche mich mal von hinten lang. So, komm Jimmy, langsam schleichen und rein. I must be a better person. I must be a better person. I must be a better person. Oh God, I am pathetic. Hey, Mr. Galloway. Go away! I don't want to have another group therapy session with those people. If I have to pretend to be someone's mother one more time, I'll... Oh. Hi, Jimmy. What on earth are you doing here? Ms. Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. Oh. I can't right now, Jimmy. I'm late for my regression therapy as it is. It's fantastic.
I've discovered I really do hate myself. Hattrick was right. I am a loser. No, you're not. Don't be ridiculous. Come on, we can't let bullies like Mr. Hattrick win. Okay, Jimmy. Jimmy, I really appreciate this. Thank you. Me too. I am so happy to have my galley bear back. Galley bear? Du hast es geschafft. Belohnung $60. Oh yeah. All sorted. Ah, und ich dachte, wir hätten jetzt vielleicht das Gebiet freigeschaltet, aber anscheinend noch nicht wirklich. Schade, schade, schade. Aber auf jeden Fall, Leute, das war doch eine mega geile Mission. Ich kann es ja mal probieren. Moment. Was haben wir jetzt überhaupt? Sport 3. Ah, ich glaube, aber ich schaffe es nicht mehr, oder? Das geht doch bestimmt noch bis um 3, das Fach. Ja, und ich laufe sowieso in eine völlig verkehrte Richtung. Mist. Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, weil wir jetzt Sport eh nicht mehr schaffen, dass ich mich sehr bedanke, dass ihr bei diesem Part mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, euer Bashix.